Stolz zeigt Renault auf der Vienna Autoshow 2014 seine Elektromodelle. Nachdem Renault 2013 den Marktanteil im Segment der Elektrofahrzeuge in Österreich von 39% auf 64% steigern konnte. Wesentlichen Anteil daran hat der Zoe, der im Vorjahr hierzulande das meistverkaufte Elektroauto war. Der Zoe ist ab 21.180 Euro erhältlich. Dazu kommt eine monatliche Batteriemiete ab 79 Euro. Kompakt, hoch, geräumig und leistbar. Diese Eigenschaften sind derzeit am Markt besonders gefragt. Der neue Renault Captur passt genau dort hinein. Der neue Captur, nicht nur ein neues Modell in der Renault-Familie, sondern auch das neue Markengesicht von Renault mit dem neuen Kühlergrill. Und Captur zählt ja zu jenen Modellen, die sich ganz großer Beliebtheit freuen, zu den kleinen SUVs, ein Fahrzeug, das bereits zum Preis ab 16.800 Euro sehr erschwinglich ist.